Sehr gerne. Ich bin Ingrid Lange, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Hannover. Ich bin geboren am 2. September 1937. Das heißt, ich lebe schon mehr als 73 Jahre in Hannover. Ich bin nie weggezogen. Ich bin eine echte Hannoveranerin. Ich habe zwei erwachsene Söhne und ein Enkelkind, die heißt Anna. Oh ja, ich bin ja sowieso nur 1,63 und ich schätze, der Oberbürgermeister ist so 1,80, schätze ich mal. Und dann fühle ich mich sowieso ein bisschen kleiner, das muss ich sogar. Er hat nicht gern, wenn ich mich größer finde, als er selbst ist. Oh ja, ich habe viele Hobbys. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad und steige auch gerne auf Berge. Und dann habe ich ein Enkelkind. Das ist auch mein Hobby, die Anna. Bei meiner Arbeit als Bürgermeisterin? Ja, da muss ich den Oberbürgermeister vertreten, wenn der im Urlaub ist. Der ist heute zum Beispiel im Urlaub und da habe ich eine Einbürgerungszeremonie gemacht. Da werden Menschen eingebürgert, die eine andere Staatsbürgerschaft haben als die deutsche. Oh ja, in einer Ratssitzung passiert das schon mal, dass jemand ins Mikrofon schreit, wenn er sich sehr aufregt. Es kann aber auch eine Sie sein. Oh, ziemlich gut. Ich war, und verschieden, ihr habt ja auch verschiedene Fächer. Ich war sehr gut in Deutsch. Ich war auch gut in Sport. Ich war auch gut in Bio, aber nicht so gut in Mathe. Das ist so ein Mädchenschicksal. Es ändert sich ja vielleicht. War ich gut? Ich war überhaupt ganz gut. Meistens, nicht durchgehend. In Sport? In Sport, ja. Wenn ich so im Schnitt in der Woche jetzt in Ferien, aber wenn keine Ferien sind, arbeite ich bestimmt 50 Stunden. Aber nicht nur als Bürgermeisterin, als Politikerin und Bürgermeisterin. Wenn er nicht so richtig antwortet, dann erfindet er Antworten. Das ist eine lange Geschichte. Zuerst wird man gefragt, ob man Ratsfrau werden will. Wir haben ja hier einen Rat in Hannover, der die Stadt regiert, mitregiert. Und die, da gibt es verschiedene Parteien. Und ich gehöre auch den Grünen, so heißt meine Partei, an. Und stell dir vor, die hat mich gefragt, ob ich Bürgermeisterin werden will. Und das habe ich ja schon gesagt, das wollte ich erst gar nicht. Und dann haben sie mich überredet und dann wurde ich in der ersten Ratssitzung gefragt, ob ich das werden will. Und da habe ich gesagt, ja, weil man mich überredet hat. Und wie gut, dass die mich überredet haben. Es macht nämlich wirklich Spaß. Aber jetzt höre ich bald auf. Bürgermeisterin ist ja ein Ehrenamt. Stell dir vor, da verdient man kein Geld. Das macht man umsonst. Freiwillig und als Ehrenamt. Lampenfieber habe ich sogar eben bei euch gehabt. Aber wenn ich drei Sätze gesprochen habe, ist es weg. Vor allen Dingen, wenn man mir zuhört. Wenn nicht, dann kommt es wieder das Fieber. Ja, habe ich mich geschämt. Habe ich einen roten Kopf gekriegt. Ganz selten. Und wenn, dann gucke ich auf den Fußboden im Ratssaal, da ist ein Stadtplan von Hannover. Und dann überlege ich mir, wo ich jetzt am liebsten sein möchte, wenn ich nicht im Rathaus sein will. Na klar, da kann man sich doch verirren. Und ich habe einen ganz schlechten Ortssinn. Ich weiß manchmal wirklich nicht, wo ich bin. Ich habe es ja hier gelernt, ich bin ja schon 10 Jahre hier. Und es gibt ja auch Wegweiser.
Da muss ich mich ja selber auch mögen. Also weil ich mich mag, mache ich auch welche ganz gern. Einige mehr, einige weniger. Ich bin gern zur Schule gegangen. Im Moment nicht, aber ich mache jedes Jahr 2-mal Urlaub. Na klar. Ohne Fernsehen geht das nicht. Ich bin ja schon bald 74 Jahre alt. Das heißt, ich habe ganz viel Vergangenheit. Und als ich in die Schule kam, da war das hier etwas anders als heute. Hast du schon mal die Modelle da unten im Rathaus gesehen? Da ist ein Modell, das ist doch ganz, das zeigt das kaputte Hannover. Und da war ich 8 Jahre alt. Und da mussten wir immer in den Bunker gehen. Ich habe ja hier in Hannover gewohnt und die Bomben sind auf die Innenstadt gefallen. Und wir Kinder mussten dann, wenn Bombenalarm war, ich ging ja da auch schon in die Schule, in den Bunker gehen. Und könnt ihr euch vorstellen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir Kinder, wir waren immer in Sicherheit, weil ja unsere Eltern auf uns aufgepasst haben. Und da habe ich mich sogar gefreut, wenn Alarm war. Dann sind wir in den Bunker gegangen, wir hatten schulfrei. Und da habe ich meine Freundinnen und Freunde getroffen. Und so haben wir das ganz gut überlebt. Da war ich schon über 20. Und da bin ich mit einem großen Schiff, das heißt Bremen, vom Bremer Hafen, das liegt an der Nordsee, nach New York mit dem Schiff gefahren. Und da muss man jeden Tag die Uhr eine Stunde zurückstellen, weil sich die Uhrzeit ja ändert. Und da bin ich 7 Tage lang dahin gefahren. Und dann bin ich alleine mit Bussen durch ganz Amerika gefahren. Und auf dem Rückweg, da war die Rückfahrt ganz schrecklich. Es war nämlich so viel Sturm und ich war fast 5 Tage seekrank. Das heißt, man kotzt, ne? Und da habe ich eine Geschichte erlebt. Da saß eine Frau neben ihrer Tochter, die Tochter war so alt wie ich, so um die 20, und die Mutter entsprechend älter. Und da sagt das Kind, also die ältere Tochter, Mama, ich will sterben. Und wisst ihr, was die Mutter gesagt hat? Tu das, mein Kind. Der war alles so egal. So ist Seekrankheit, dann ist einem alles egal. Kinder wurden damals auch, das hieß Kinderlandverschickung, dann wurden die aus der Stadt in Orte außerhalb Hannovers gefahren und transportiert und haben dann da gewohnt. So 15 war bis 20, da fand ich das Rathaus ziemlich doof. Stellt euch vor. Weil es war mir einfach zu schlossartig und ich mochte damals keine Schlösser. Aber seitdem ich hier ein Zimmer habe und Ratsfrau bin, finde ich es wunderschön. Bitte? Ist mir auch manchmal so. Erstmal finde ich etwas ganz doof und wenn es etwas anderes hat, mag ich es. Ja.